Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part mit FIFA 16. Ja, wie immer natürlich hier mit dem ersten FC Köln. Im letzten Part ja geschafft weiterzukommen im Pokal. Was wollen wir eigentlich mehr? Ja, in diesem Part gehe ich jetzt mal meine ganzen Verträge durch. Da haben wir ja nur zwei Verträge, die auslaufen. Ja, ob ich Ex-Lager behalte, ich glaube eher weniger. Ebenso mit Svento. Da bin ich mir noch unsicher, weil wenn ich ihm den Vertrag verlängere, gut, ein Jahr würde er gerne haben mit 25.000. Ich weiß es noch nicht, aber ich will jetzt mal schauen, denn zwei Jahre läuft noch der Vertrag von Gerhard. Okay, gut, die meisten laufen hier noch schön lange, die Verträge. Ja, der längste mit Heinz. Ja, Kevin Vogt, ein Jahr noch. Klünter auch noch ein Jahr. Ja, mal sehen, was noch kommt. Ja, Jugendstab, Fußballschule, haben wir zwei Jungs drin. Ja, was ich jetzt auf jeden Fall noch machen werde, ich werde einen Tschechen einstellen. Der Scout ist auch verfügbar. Und den werde ich auch ebenfalls ein Scouting-Netzwerk aufbauen lassen. Und zwar in Portugal. 3 Monate. Nein, 6 Monate. Ja, 9 Monate. Für 9 Monate einfach mal wird er mir jetzt hier ein Netzwerk aufbauen. Ebenso ja hier der Österreicher in Argentinien und der Deutsche. Schauen wir mal kurz in den Scout-Bericht rein. Ja, was soll ich dazu sagen? Nur Müll drinne. Scouting fortsetzen. Okay. Ja, dann gehen wir jetzt einfach mal bei. Ja, baut Netzwerk auf. Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt los? Ja, gehen wir mal in der Zeit jetzt weiter. Denn an dem Sonntag kommt ja jetzt das Spiel gegen Bayer Leverkusen. Ja, Sørensen zu Dänemark, Marot zu Slowenien und Horn für Deutschland nominiert. Aktuelles aus England und aus Deutschland interessiert mich auch nicht. Ja, gehen wir nochmal in den Jugendstab rein. Scout-Bericht. Hat er neue Spieler? Nein, er hat noch keine neuen Spieler. So, ja, dann würde ich sagen, einmal gerade hier noch im Team gucken. Alle Spieler fit. Ajeti bleibt auf jeden Fall auf dem Platz. Jojic nehme ich runter. Für ihn kommt wieder Vogt rein. Ebenso Abner kommt wieder rein für Hack. Gilderim nehme ich mit. Für Olkowski. Gerhard wird auch wieder spielen. Und zwar für Lehmann. Ich muss jetzt hier heute mal schauen, während dem Spiel, dass wir unsere Mannschaft wieder komplett vorbringen. Ja. Bittencourt wird auch nicht spielen. Für ihn kommt Hector rein. Bittencourt würde ich aber gerne mitnehmen. Ja, für Hack. Hack bleibt zu Hause. Und dann würde ich sagen, starten wir ins Spiel gegen Bayer Leverkusen. Wir werden in Rot spielen, Bayer in Weiß. Und dann starten wir ins Spiel gegen die Leverkusener Bayern. Bayer Leverkusen, mal gespannt, wie die werden. Ja, komm, hier laufen wir mal ein bisschen. So. Und starten. Und es schneit in Leverkusen. Das kann ich eigentlich gar nicht gebrauchen. In der Bay Arena Schnee. Also ist das jetzt leider. Müssen wir durch. Ja, die Ausstellung von Bayer Leverkusen. Ja, das wird schon ein ziemlich hartes Spiel jetzt werden. Kießling im Sturm.
als einzige Sturmspitze. Das ist gar nicht mal so schlecht bei denen. Ja, bei uns natürlich Ayeti wieder von Anfang an dabei. Ja, Modeste als Mittelstürmer. Ja, von FC Augsburg für 1 Million gekauft. Und das Spiel beginnt hier im Schnee. Bin mal gespannt, wie das Spiel hier werden wird. Ja, und Iseka verliert da direkt mal den Ball. Und jetzt die Leverkusener. Und da gibt er V-Spiel. Das war doch kein V-Spiel, Schiri. Ah, und Abner sieht da auch die gelbe Karte. Also nach 7 Minuten kann man auch noch mal ein bisschen Toleranz zeigen. Şanaloğlu ist verletzt. Der Kopfball ging auch daneben von den Leverkusener. Ja, leider die gelbe Karte. Aber versuchen wir mal auch ein bisschen nach vorne zu spielen jetzt. Aber Ayeti verliert da den Ball. Im Aufbauspiel auch direkt noch. Ja, und schon wieder V-Spiel, das darf es doch nicht geben. Abner schon wieder mit dem Foulspiel. Ah, schön aufgepasst von der Defensive. Jetzt mal Gerhard. Der hat Platz und setzt sich da schön durch gegen Kampel. Mit viel Platz stürmt er jetzt aufs Tor. Schuss und... Ah, schade. Immerhin mal den Abschluss gesucht. Ja, Bayer drückt jetzt hier natürlich. Und Eckstoß. Ja, Team Horn wie immer auf dem Posten. Ja, Ayeti kann den Ball nicht behaupten, stand aber auch im Abseits. Und Abstoß. Nein, Ecke. Es gibt Ecke für Leverkusen. Und 1-0. Da kriegen wir den Ball nicht geklärt. Kießling schießt einmal aufs Tor. Und Horn ist geschlagen. Ja, das ist natürlich jetzt richtig bitter. Nach... Ja. Und das gibt natürlich keine gelbe Karte. Aber jetzt zum ersten Mal nach 6 oder 7 Spielen. Ja, das noch nicht mal. Nach ein paar Spielen. Jetzt wieder mal im Rückstand. Ah, jetzt mal Hector mit dem Platz und der Flanke. Ah, Modeste mit dem Schussversuch zumindest. Ja,
und Leverkusen drückt hier aufs 2:0. Ahorn ist auf dem Posten. Fängt den Ball gut ab. Jetzt versucht es mal Modest alleine. Schön raus auf Ayeti. Der bringt die Flanke rein, wird aber geblockt. Wieder Eckstoß für Köln. Gerhard bringt die Ecke rein. Und? Ah, nix. Iseka wird da geblockt. Trotzdem schöne Ecke gewesen. Jetzt wieder Leverkusen. Ja, und Abner mit dem Versuch, aber auch nichts. Und Halbzeit. Ja, 1:0 in Rückstand. Schade eigentlich. Beide Teams auch unverändert jetzt in der zweiten Hälfte. Und jetzt mal sehen, was uns die zweite Hälfte noch bringt. Schafft Köln noch das 1:1. Vielleicht sogar noch den Sieg. Jetzt mal Gerhard mit Platz. Kann den Ball schön behaupten. Ist durch. Schuss. Und drüber. Wieder drüber den Ball. Ja, 90% meiner Pässe kamen nur an. Jetzt wieder Leverkusen mit dem schnellen Spiel. Sörensen kommt nicht hinterher. Aber Horn wieder auf dem Posten. Jetzt mal schnell über Abner. Vogt, Hector. Aber Hector verliert da wieder den Ball. Und Leverkusen macht das eigentlich sehr gut jetzt gerade hier. Spielt die Bälle ruhig hin und her. Gehen hier gerade auf 4 Ballbesitz. Jetzt aber mal Hector. Ha! Mann! Das darf doch nicht wahr sein. Eine Stunde gespielt. Ja, ich wechsle mal aus. So, Iseka kommt raus. Für ihn bringe ich Bittencourt. Ebenso Ayeti. Für ihn bringe ich Lehmann. Und Gilderim für Vogt. Das muss es jetzt bringen. 3 frische Leute. Hoffen, dass es was bringt. Noch ein Ticken offensiver jetzt hier zu gehen. Oh. Schöner Schuss von Lehmann, aber Leno auf dem Posten. Es ist zum Mäusemelken. Ich kriege keinen richtigen Torschuss jetzt hier gegen Leverkusen. Leverkusen gerade einfach zu stark. Schön gehalten trotzdem von Timo Horn. Oh, Glück gehabt. Es wäre fast das 2:0 gewesen. Ja, noch 20 Minuten Zeit. Mal sehen, was das Spiel noch so bringt. Jetzt mal Gilderim. Behauptet da sehr gut den Ball. Jetzt Gerhard. Startet, hat Platz. Und? Ah! Oh, der Scheiß Pfosten. Ja, der wechselt jetzt bei Leverkusen.
Und Leverkusen wieder gut pariert. Ah, Lehmann setzt da schön nach. Ah, dann mit dem Fehlpass. So, noch 10 Minuten. Ja, und Handspiel. Ja. Mit so einer Flanke kann man nichts gewinnen. Jetzt aber wieder die Kölner am Drücker. Aber da verlieren wir den Ball. Wird das nach langer Zeit wieder eine Niederlage? Auch wieder gegen einen Rivalen. Gegen Gladbach. 1-0 verloren. Verlieren wir jetzt auch hier gegen Leverkusen. Oh ja, und da pfeift er das Spiel ab. Foulspiel. Können wir keine Derbys gewinnen. Lehmann. Und Gerhard. Ah, Leno. 2 Minuten Nachspielzeit obendrauf noch. Was können die Kölner noch reißen? Jetzt natürlich Platz für Leverkusen. Aber Horn auf dem Posten. Und da ist das Spiel aus. Schon wieder das Derby verloren. Erst gegen Gladbach. Jetzt gegen Leverkusen. Köln kann einfach keine Derbys gewinnen. Ja, Torschüsse ausgeglichen. Generell die Schüsse. Schuss aufs Tor 3-1. Ballbesitz ausgeglichen. Also richtig bitter. Das zweite Derby auch verloren. Wir bleiben aber noch mit 2 Punkten vor den Bayern. Ja, aktuell ist auch Spanien. Ja, das ist natürlich jetzt wieder bitter. Eine Niederlage gegen einen direkten Konkurrenten auch, wenn man es so nehmen mag. Jetzt mal ein bisschen Ayeti trainieren. So, wen trainieren wir noch? Bittencourt. Bittencourt werde ich auch mal trainieren. So, im Mittelfeld. Gerhard. Wen noch trainieren? Das ist jetzt die gute Frage. Da würde ich mal auf Heinz setzen. Ja. Heinz. Und als letzten nehmen wir noch mit. Ja, Abner. Auch 1 gegen 2. Einmal bitte simulieren. Ja, sehr, sehr bitter. Und Gerhard Abner verbessert sich auf die 66. Ja, ich finde es immer bitter, wenn man so Spiele verliert. Und wir scheinen spielfrei zu haben. Ja, Nationaltrainer Offerte für Ungarn. Werde ich aber auch ablehnen. Ja. Scout-Bericht aus Deutschland. So, Büro. Schauen wir mal gerade im Jugendstab. Ja, nichts Neues, wie immer. Ja, die Netzwerke werden noch eingerichtet. Schauen wir uns mal gerade die nächste Begegnung an im Pokal. Da müssen wir gegen Berlin dran. Das waren die Testspiele. Bundesliga müssen wir jetzt als nächstes gegen Mainz zu Hause wieder ran. So, dann gehen wir einmal nochmal ins Training rein. Da werde ich mal wieder auf Iseka setzen.
So, Torwart kommt natürlich auch mal wieder dran. Unser 17-jähriger Johansson nämlich. So, Außenverteidiger werden wir dann mal den Hector ein wenig trainieren. Sörensen verletzt. Sörensen scheint sich verletzt zu haben. Dann setze ich hier... Nee. Auf wen setze ich denn jetzt? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Setzen wir einfach mal auf Maru. Und dann im Mittelfeld unseren... Ja, Schuster. Dann nehme ich lieber nochmal Gerhard. Mit durchsetzen. Vielleicht ja diesmal Glück, dass sich Gerhard auf die 77 verbessert. Ja, Johansson verbessert sich auf die 59, sonst leider keiner. Ja, so ist das leider manchmal im Training. Dann haben wir jetzt hier noch im Büro wieder aktuelles aus Spanien. Interessiert mich nicht. Er wird für 3 Wochen ausfallen. Oh, scheiße. Ja, Sörensen fällt für 3 Wochen aus. Das ist natürlich jetzt richtig bitter. Wenn Sörensen für 3 Wochen ausfällt. Ja, dann würde ich sagen, Hack kriegt seine Chance. Ebenso kriegt Gilderim seine Chance für Vogt. Ayeti ist auch nicht gerade gut drauf. Deswegen werde ich dann ja auf Bittencourt setzen. Ayeti wird auch diesmal zu Hause bleiben. Dafür kommt Jojic mit. Ja, das ist immer diese miese Sache, wenn sich ein Spieler verletzt. So, dann schauen wir nochmal schnell im Büro. Aktuelles aus Deutschland. Was die Partie angeht, ich bin ja gut in Form, ich kann aber leider nicht alle spielen lassen. Obwohl, ich werde Hosina die Chance geben, sich zu beweisen, jetzt im Spiel gegen die Jungs aus Mainz. Für Modeste kriegt er seine Chance. Zumindest in der ersten Halbzeit kriegt er seine Chance. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir schon mal hier ins Spiel gegen den FSV Mainz 05. Hoffentlich wieder mal mit einem Sieg und nicht mit einer Niederlage. Gut, es ist jetzt kein direkter Konkurrent. Aber man weiß ja nie, was kommt. Ja, kein Schnee in Köln im Rhein-Energiestadion. Ja, wir sind trotz allem noch mit 30 Treffern der treffsicherste Verein. Dahinter kommen erst die Münchner Bayern. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal in die Partie hier auf dem eigentlich ja, kann man schon fast sagen, neuem Rasen. Ja, Foulspiel von Risse. Hoffentlich nicht. Ja, er sieht gelb. Also 3. Minute, lieber Schiri, oder 2. Minute, was angezeigt wird. Da kann man mal ein bisschen Feingefühl zeigen. Weil jetzt in Wirklichkeit wäre er jetzt ganz gut in Zugzwang, was die Karten betrifft. Also in der 2. Minute direkt für ein Foul, die gelbe zeigen, was auch noch nicht mal so schlimm war. Finde ich ziemlich hart, aber jetzt hier mal Hosina mit Platz. Aber natürlich der Torwart wieder im Weg. Ja, der Schiri, 2. Minute gelbe Karte, muss man nicht zwingend geben. Aber wenigstens die Defensive heute mal wieder beim FC gut in Form. Passt gut auf. Läuft gut mit. Kein Abseits von Hosina.
Ja, aber Bittencourt kann sich da auch nicht durchsetzen. Und Iseka schön mit zurückgearbeitet. Ja, jetzt mal Gerhard mit Platz, spielt aber ab auf Iseka. Der zieht mal in die Mitte, wird gehalten, findet den Abschluss und 1-0. 1-0 für Köln durch Iseka. Da nochmal das schöne Tor. Iseka mit seinem fünften Saisontor, da bereue ich nicht, den 17-Jährigen verpflichtet zu haben. Ja, und der Fehlpass von Mainz. Ja, Einwurf. Hoffentlich hat sich jetzt da Iseka nicht verletzt. Gyökeres mit dem Schussversuch. Auch wieder schön in den Mann rein. Ja, und Köln macht das Spiel auch jetzt mal ruhig. Und Risse. Der ist wütend wegen seiner gelben Karte in der zweiten Minute. Ja, kann den Ball da aber nicht behaupten im 16er. Ah, jetzt mal Gerhard mit Platz und dem Schuss. Aber auch wieder gehalten. Ja. Man muss es auch mal aus der zweiten Reihe versuchen. Und erneut Eckstoß. Ja, ein Ticken zu weit. Daher Einwurf für die Mainzer. Ja, der Schiri lässt da weiterlaufen. Sieht da den Vorteil. Aber Köln holt sich schön den Ball. Ja, und jetzt die nächste gelbe Karte für Gyökeres diesmal. Ja, das ist, was ich direkt zu Anfang gesagt habe. Der Schiri gibt in der zweiten Minute eine gelbe Karte und kommt somit natürlich in den Zugzwang, Karten zu verteilen. Ja, und warum läuft da Iseka nicht? Ja, und da sieht er schon wieder ein Foul. Oder was? Ja, er hat da wieder ein Foul gesehen. Also ich frage mich, wo sieht der Schiri so viele Fouls? Ah, jetzt mal Husina mit Platz. Verliert trotzdem den Ball. Und Halbzeit. Zum Glück ist erstmal Halbzeit. Ja, hier die Zwischenergebnisse. Und ich werde aus Sicherheit Gilderim runternehmen. Bringe für Gilderim Jojic. Ja, und ich bin am Überlegen, Risse runterzunehmen. Auch einfach die Sicherheit. Für ihn bringe ich mal Maro, die zwei gelb belasteten Spieler, einfach mal runter vom Platz. Und dann starten wir hier in die zweite Halbzeit. Ja, Maro mit wenig Spielpraxis bisher in dieser Saison. Ja, und super. Ah, und da kann sich Bittencourt nicht durchsetzen. Kommt nicht mehr an den Ball. Aber jetzt mal Hector.
behauptet da den Ball. Bittencourt bringt den Ball schön rein, aber ja, was soll ich dazu sagen? Es war eigentlich eine schöne Flanke, müsste auch Ecke geben. Ja, gibt es auch. Ja, und da wollten sie mir... Oh, schade. Nochmal Bittencourt. Aber nix. Ah. Da wollten sie uns auch gerade anzeigen, gegen wen wir als nächstes ran müssen. Der 1. FC Köln. Ist nämlich Darmstadt derzeit letzter Platz. So, jetzt mal ein Bittencourt. Die Flanke kommt gut. Aber Karius vor Hosina am Ball. Ja, und ich glaube jetzt nach gut einer Stunde werde... Ja, Handspiel, denke ich mal. In dem Moment kann ich hier mal wechseln. Hosina geht runter. Für ihn bringe ich wieder Modeste rein. Den machen wir mal kurz. Auf Maro. Der hat ja einen guten rechten. Aber zu weit. So, Modeste auch jetzt nach gut einer Stunde auf dem Platz. Und Gerhard. Schön vor auf Modeste. Der steht hier natürlich vor der Wand von den Mainzern. Ja, Mainz eigentlich sehr gut in der Defensive. Ja, und jetzt Mainz hier auch mit dem schönen Kombinationsfußball. Ja, 1-0 nur die Führung. Aber Jojic holt sich da schön den Ball. Verliert ihn. Aber Gerhard setzt nach. Schön auf Modest. Modest! Ah! Kann sich da nicht durchsetzen. Gegen Karius. Und jetzt Mainz. Aufpassen! Ha! Glück gehabt. Ja, manchmal spielt das Glück eine ganz große Rolle. Und jetzt wieder Gerhard. Setzt sich schön durch, aber verliert da auch den Ball in der Defensive von den Mainzern. Mainz jetzt mit einer richtigen Drucksituation. Da muss man echt aufpassen. Mainz macht jetzt gut Druck nach vorne, holen sich hier früh die Bälle. Gehen schon ab dem Mittelfeld drauf. Aber jetzt die Kölner natürlich mit Platz, weil die Mainzer hier aufmachen. Köln mit Platz. Gerhard setzt sich da gut durch, sucht den Abschluss. Bittencourt mit dem Nachschuss. Gerhard nochmal. Ich krieg das Ding nicht in die Maschen der Mainzer. Also, das ist echt zum Mäusemelken. Wir kriegen das Ding nicht in die Maschen der Mainzer. Ja, jetzt mal ein bisschen ruhiger spielen. Aber nicht so ruhig, dass wir dann hier wieder den Ball schon verlieren. Horn auf dem Posten. Ja, und der Abwurf von Horn auch schlimm gewesen jetzt. Ja, müsste Abschluss geben. Wir sind in der Nachspielzeit. Wir sind hier schon in der Nachspielzeit drinne. Schiri, pfeift doch bitte das Spiel ab. Ja, und nochmal Abseits. 2 Minuten wurden angezeigt. Wir sind aber schon bei 4 Minuten Nachspielzeit. Schiri, pfeift doch bitte dieses blöde Spiel endlich ab. Lieber Schiri. Und da ist der Abpfiff. 1-0 gegen Mainz.
Das nenne ich echt Glück gehabt. Es ist auch meiner Meinung nach jetzt ganz ehrlich kein verdienter Sieg gewesen. Ein Unentschieden wäre verdient in der ersten Halbzeit. Super gespielt in der zweiten Halbzeit. Extrem nachgelassen. Ja, so ist das leider. Gehen wir nochmal einmal fix ins Büro. Ja, was möchtest du denn? Ja, bitteschön, Rosina. Auch wenn du jetzt nicht so bombig warst, wie ich mir erhofft habe. Ja, nochmal kurz rein ins Training. Da werde ich jetzt mal ein bisschen Ayeti pushen. Denn Hosina werde ich zum Ende der Saison abgeben. So, was machen wir mit ihm? Ja, ein bisschen Tempo-Dribbling. Dann werden wir hier Schuster einmal ein bisschen durchsetzen. Ja, im Tor natürlich. Ja, was machen wir? Team Horn. Mal. Ja, empfohlen machen wir Torwart 1 gegen 1. Und dann werden wir in der Defensive den lieben Hack ein wenig machen mit El Rondo. Und simulieren. Ja, leider alles hochgegangen, aber leider keiner verbessert. Ja, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.